Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Ubi Tested. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute mit einem Mitsubishi und zwar der neuen Modellgeneration Mitsubishi Eclipse Cross. Und zwar nicht irgendeiner, wie ihr vielleicht schon sehen könnt. Es geht hier um Hochspannungsleitungen. Hochspannend soll der Wagen hier sein, denn es ist ein Plug-in-Hybrid. Und Mitsubishi war offiziell erst einmal totgesprochen worden, dass keine neuen Modelle nach Europa kommen. Der ehemalige Chef, Deutschland-Chef, hat sich nochmal eingesetzt, dass hier doch nochmal was kommt. Jetzt kommt der neue Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid zu den Händlern. Und es soll auch auf absehbare Zeit neue Modelle geben auf Renault-Plattformen. So viel schon mal davor vorweg, aber wir wollen uns heute den Eclipse Cross Plug-in-Hybrid anschauen. Was hat sich denn verändert gegenüber dem Vorgänger? Wie fährt er sich denn? Wie viel Platz hat er denn? All das werde ich euch heute berichten. Wenn ihr dran bleibt, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, um das Ganze hier zu honorieren, das Ganze auch natürlich auch zu liken und vor allem aber eure Meinung unten in die Kommentarbox zu schreiben. Und damit starten wir in die Videovorstellung zum Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid. Viel Spaß! Der Diamant prangt auf der komplett neuen Front des Mitsubishi Eclipse Cross. Und zwar haben wir hier nicht einfach nur ein Facelift, nein, es sind Blechteile auch komplett verändert. Der Wagen ist länger geworden. Wir haben also eine komplett neue Modellgeneration, die hier nach Deutschland geholt wurde jetzt. Wir haben einen Wabenkühlergrill hier drinnen. Wir haben die Lichter im oberen Bereich, das sind die LED-Tagfahrlichter, die auch den Blinker beinhalten. Darunter haben wir die LED-Hauptscheinwerfer und das Fernlicht. Es ist ein Bi-LED-Licht, was wir hier verbaut haben. Und der Wagen ist 14 cm länger geworden. Dadurch wirklich ein komplett neues Fahrzeug. 4,54 m ist er jetzt lang. Steht hier auf serienmäßigen 18 Zoll Rädern. Ich fahre die Intro Edition, die es zum Launch des neuen Modells gibt. An der Seite sehen wir auch hier schön, dass man stolz ist, einen Plug-in-Hybriden zu fahren. Ganz groß Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Die 18 Zoll Räder finde ich auch recht hübsch, die stehen im Wagen ganz gut. Die eher ja, zurückhaltende Lackierung passt eigentlich auch ganz gut zum Eclipse Cross, wie ich persönlich finde. Ein Haupthighlight oder eine Hauptveränderung gab es auch am Heck, denn die zweigeteilte Heckscheibe ist nun Geschichte und es gibt eine einteilige Heckscheibe. Dadurch ist der Kofferraumdeckel etwas cleaner auch geworden. Man hat den Schriftzug Eclipse Cross hinten drauf geschrieben. Die LED-Rücklichter sind jetzt auch schmaler ausgeformt. Und wir schauen einfach mal, was sich hinter der Kofferraumklappe verbirgt. Die Heckklappe öffnet manuell im Eclipse Cross und mit meinen 1,78 kann ich gut darunter stehen. Es schneit, aber es schneit hier trotzdem hinein. 359 Liter ist das Standard. Laderaumvolumen ist nicht besonders viel für so ein Fahrzeug und 1,108 Liter im Maximum auch nicht. Die Rückbank ist im Verhältnis 2/3, 1/3 umlegbar. Wir haben keine Mitteldurchreiche, dafür aber eine 230 Volt Steckdose mit maximal 1500 Watt. Da könnt ihr sogar Geräte extern auf alle Fälle gut mit füttern. Bis zu 9 kW könnt ihr aus der Antriebsbatterie herausziehen für externe Geräte. Das verdient auf alle Fälle den Daumen nach oben. Das Ladekabel könnt ihr hier wunderbar unten in einem Fach unterbringen oder, wie Mitsubishi es getan hat, hier in einer Hardcase-Box. Und ihr habt dann auch ein Laderaumrollo, was ihr hier wunderbar einhängen könnt. Ja, ist auch schön, dass niemand hineinschaut. Gefällt mir gut. Auch die Auskleidung ist ordentlich gemacht. Jetzt schauen wir aber auf die Rückbank die Platzverhältnisse an. Der Zustieg in den Fond gelingt sehr gut durch große Türausschnitte. Da passt selbst meine Wenigkeit, die etwas breiter geraten ist, gut durch. Und ich sitze hier sehr angenehm. Also was mir als erstes auffällt, die Lehne ist etwas mehr geneigt, ist nicht sonderlich steil ausgeführt. Platz zum Vordersitz, der auf meine Größe von 1,78 eingestellt ist, habe ich genügend. Meine Füße passen wunderbar unter den Vordersitz und Kniefreiheit, wie gesagt, ist genügend. Da auch Kopffreiheit, erstaunlicherweise. Die
Kopfstütze geht weit raus. Und wie gesagt, wie ihr seht, ich lehne eher so ein bisschen nach hinten. Sehr gemütlich eher. Ein bisschen aufrechter könnte ich mir das allerdings durchaus vorstellen von der Lehne. Wir haben eine große Fensterfläche. Die Gürtellinie hier ist angenehm. Da kann man wunderbar durchschauen. Kinder wahrscheinlich auch, wenn der Kindersitz hier installiert ist, den könnt ihr mit Isofix wunderbar sichern und der Isofix-Haken liegt offen, könnt ihr perfekt also treffen und sichern. Dann haben wir eine Mittelarmlehne mit zwei Cup-Holdern noch hier. Weiterer Pluspunkt, eine Sitzheizung zweistufig für die Außenpositionen ist hier vorhanden in der Intro Edition. Und wir haben unten wieder eine 12-Volt-Buchse, wo wir 120 Watt auch rausbekommen. Dafür ein weiterer Daumen nach oben. USB-Anschlüsse gibt es hier nicht, aber gut, dann kauft man sich eben für 5 Euro einfach einen 12-Volt-USB-Adapter. Und dann geht das los in die Fahrt und die Fahrt beginnt, wenn der Fahrer vorne links Platz genommen hat. Auch vorne sitzt es sich im Eclipse Cross sehr angenehm. Ich habe wirklich breite, gut ausgeformte Sitze, die guten Seitenhalt bieten hier im Lehnenbereich. Auch die Kopfstütze ist angenehm weit ausziehbar. Kopffreiheit auch überhaupt kein Problem. Das Lenkrad lässt sich in Höhe und Tiefe verstellen. Wenn man denn, wie ich, den Hebel nicht findet, ist das natürlich blöd. An der Seite gefunden. Wie wir sehen, hier Höhe und Tiefe ist ausreichend weit einstellbar. Kommen wir zum Innenraum. Das erste, was hier drauf fällt, ist, wir haben ein Head-Up-Display hier im Eclipse Cross. Sehr schön, farbig, gut aufgelöst, erkennt man schön. Dann können wir uns einmal den Innenraum genauer anschauen. Alles wirkt solide gemacht. Was mir gefällt, ist, die Verarbeitungsqualität ist rundum sehr gut. Wir haben aber auch sehr viele Tasten, die man erst einmal so ein bisschen vielleicht einordnen muss, aber dazu kommen wir jetzt. Beim Blick hier auf das Cockpit sehen wir ein 3-Speichen-Lederlenkrad. Wir haben ein Kombi-Instrument mit analogen Uhren und einem Bordcomputer. Alles sehr schlicht, sehr übersichtlich, gut ablesbar, wie wir sehen. Die Energieanzeige links sehen wir auch, was abgerufen wird gerade. Und ob geladen wird, dann die Geschwindigkeitsanzeige sowie den Akkustand und die Kraftstoffanzeige. Und dann sehen wir auch hier die elektrische Reichweite. 31 Kilometer sind es jetzt hier. Wir haben aber winterliche Verhältnisse. Das Auto muss geheizt werden. Das heißt also, es ist dementsprechend wenig. Schauen wir mal die Bedieneinheiten hier links. Da sehen wir auch schon die Assistenzleiste. Unter anderem Auffahrwarnung, Spurverlasswarnung, Traktionskontrolle, Head-Up-Display-Einstellungen. Darunter sehen wir als nächstes die Einstellung für den Plug-in-Hybriden mit Standheizung und Stromausgabe. Dann haben wir im Außenspiegel auch einen Totenwinkelassistenten, den sehen wir jetzt eher weniger. Dann haben wir hier die Spiegelverstellung und die Fensterheber. Wir sehen auch hier so eine kleine Carboneinlage, die ganz nett ist. Am Multifunktionslenkrad haben wir auch diverse Anzeigetasten für die Telefonannahme. Wir haben hier auch eine Kamera. Da können wir direkt auf die 360-Grad-Kamera drücken. Das finde ich auch ganz cool gelöst, ehrlich gesagt. Dann haben wir natürlich noch die Audio-Bedienungen und auf der rechten Seite haben wir den Tempomaten, der auch adaptiv ausgeführt ist. Hier sehen wir Pedals. Die Pedals sind für die Rekuperationsstufen zuständig. Damit können wir das Ganze beeinflussen, den Antrieb. Wir haben jetzt hier ein 8 Zoll großes Mediasystem. Das kennen wir unter anderem auch aus dem Mitsubishi ASX. Das Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann haben wir ein schönes Klimabedienteil, manuell zu bedienen. Klimaautomatik, zwei Zonen, alles ohne großen Schnörkel zu bedienen. Dann haben wir die Lenkradheizung hier, zwei USB-Anschlüsse, wir haben Apple CarPlay und Android Auto natürlich hier auch mit an Bord. Dann haben wir ein sehr großes Handschuhfach, da gehen die Unterlagen rein und da oben ist nochmal ein zweites Fach.
Auch die Türtaschen sind wirklich groß. Wir sehen jetzt hier auch nochmal die bei der Intro Edition zustehenden oder vorhandenen Sitze mit Kunstleder und Mikrofaser, was sehr gut mir gefällt, ist auch sehr angenehm und sorgt auch weder für Schweiß noch für Kälte im Winter. Dann haben wir hier noch eine Mittelarmlehne. Die können wir öffnen, da haben wir ein großes Fach drinnen. Sie ist aber hier nicht verschiebbar. Dann noch zwei Cupholder und die Bedienungseinheit hier für das CVT-Getriebe. Die Sitzheizung haben wir hier, die Drive Modes können wir durchschalten und die elektronische Parkbremse. Wer den P-Schalter jetzt sucht, der versteckt sich tatsächlich hier. Und jetzt würde ich aber sagen, wir schauen einmal unter die Motorhaube und was sich da an Energiepaket verbirgt. Unter der Motorhaube des Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid arbeitet ein 2,4 Liter Vierzylinder Saugmotor nach dem Atkinson Prinzip. Das ist mit 72 kW jetzt nicht das stärkste Aggregat. Es gibt dann noch einen Generator hier, der zusätzlich dafür sorgt, dass Energie genügend in die Batterie gespeist werden kann. Wir haben an der Vorderachse einen 60 kW leistenden Elektromotor und an der Hinterachse einen 70 kW leistenden Elektromotor. Mit einer Systemleistung haben wir dann 138 kW. Das sorgt für eine Vmax von 162 Stundenkilometern und 135 Stundenkilometer rein elektrisch. Die elektrische Reichweite beträgt laut NEFZ und Mitsubishi-Angabe 61 Kilometer. In der Praxis solltet ihr irgendwo bei 40, 45 Kilometern landen. Je nach Witterungsbedingungen kann das mal mehr oder mal weniger werden. Die Antriebsbatterie hat 13,8 Kilowattstunden Fassungsvermögen, ist in der Mitte des Fahrzeugbodens installiert, also auch eben nicht platzraubend, wie wir bereits gesehen haben. Geladen werden kann die Batterie entweder via Schnellladung nach dem CHAdeMO-Prinzip, also dem asiatischen Schnellladeanschluss, wenn ihr ihn einfindet, dann von 0 bis 80% in 25 Minuten. Ansonsten an der heimischen Wallbox einphasig mit 4 Stunden Ladezeit ist dann zu rechnen. Wenn ihr ihn über 230 Volt ladet, dann dauert das Ganze einfach mal über Nacht. Mitsubishi bietet aber ein rundum sorglos Paket beim Händler an, wenn ihr da seid. Alles aus einer Hand. Das heißt, ihr könnt dann den Stromtarif sogar beim Mitsubishi Händler abschließen, die Wallbox Installation übernehmen lassen, die Wallbox kaufen und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine coole Sache, alles aus einer Hand zu bekommen. Also fände ich das gar nicht mal so verkehrt. Jetzt gehen wir auf die Straße und schauen, wie sich der Mitsubishi Eclipse Cross denn so fährt. Auf der Straße überzeugt der Mitsubishi Eclipse Cross mit einem sehr harmonisch abgestimmten Fahrwerk, ehrlich gesagt, denn sehr komfortabel, aber auch genügend straff, wenn man so ein bisschen durch die Kurve fährt. Man merkt halt hier einfach das hohe Gewicht, wenn man ein bisschen dynamischer fährt. Wir haben hier schließlich fast 2 Tonnen Leergewicht mit dabei, voll beladen und maximale Zuladung, da sind wir so über 2,5 Tonnen. Das ist natürlich schon ordentlich. 1,5 Tonnen darf er übrigens ziehen, der Eclipse Cross Plug-in Hybrid. Das ist vielleicht auch für die einen oder anderen da draußen sehr interessant. Was mir gefällt, ist das Zusammenspiel zwischen Elektromotoren und dem Verbrenner und dem Generator ist kaum hörbar oder spürbar. Das funktioniert wunderbar, selbst wenn der Benziner einschaltet oder sich zuschaltet, dann ist da kaum was von zu spüren hier im Innenraum. Das System macht es also alles sehr unaufgeregt, sehr unkompliziert und so, wie man es sich auch wünscht, wenn man von einem reinen Verbrenner einfach mal auf ein elektrifiziertes Fahrzeug umsteigt. Zum Verbrauch, wie gesagt, kann ich leider noch nicht wirklich was sagen, denn ich bin hier wirklich nur kurz ein paar Meter gefahren für die meisten Filmaufnahmen und da ist die Zeit einfach viel zu knapp. Aber wie gesagt, da kommt demnächst noch etwas mit demselben Antriebsstrang und da werde ich euch dann genaueres berichten.
Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass der Antrieb 5 verschiedene Rekuperationsstufen hat, die wir über die Schaltpedale zuschalten können. Und so können wir dann auch so eine Art One-Pedal-Drive wirklich umsetzen, was ich sehr angenehm finde und auch so ein bisschen den Weg in Richtung reine Elektromobilität hin ebnet und auch so ein bisschen das Interesse daran auch in meinen Augen beim Kunden wecken wird. Die Geräuschdämmung hier im Innenraum ist ebenfalls sehr gut gelungen. Man hört keine Antriebsgeräusche, wenn, dann hört man wirklich eher Abrollgeräusche durch die breiten Reifen. Windgeräusche sind auch kaum wahrnehmbar, selbst bei höheren Geschwindigkeiten. Also in meinen Augen echt absoluter Daumen nach oben fürs Fahrverhalten hier beim Eclipse Cross Plug-in Hybrid. Den Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid könnt ihr ab 39.890 Euro kaufen beim Mitsubishi Händler. Ja, und 4.500 Euro ist die Umweltförderung für Plug-in Hybrid Fahrzeuge und denselben Betrag, den legt Mitsubishi bei allen Plug-in Hybriden nochmal on top drauf. Das heißt, ihr dürft 9.000 Euro insgesamt abziehen. Das heißt, die Basis liegt bei 30.890 Euro und da ist dann wirklich schon sehr viel drinnen. 18 Zoll Leichtmetallräder, Sitzheizung, wir haben einen schlüssellosen Zugang drinnen, LED-Scheinwerfer etc. pp. Ich finde es cool. Danach kommt die Plus-Version mit noch ein bisschen Ausstattungsfeature. Dann kommt unsere Intro-Edition, die wir hier haben. So wie der Wagen da steht, 46.100 Euro. Das heißt also, wir dürfen für 37.100 Euro würde er dann bei euch stehen, wenn ihr ihn haben wollen würdet. Darüber liegt, gibt es dann auch noch die Top-Ausstattungsvariante. Da ist dann wirklich alles drin, von Lederausstattung über Head-Up-Display etc. pp. Noch on top. Ja, mir hat er gut gefallen. Ich finde den Antrieb gar nicht mal so verkehrt, sehr harmonisch. Wie er sich auf der Langstrecke schlägt, das werden wir jetzt dann einmal testen im Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid, der demnächst hier bei mir in der Redaktion ankommt und den Test antreten wird. Dann gibt es auch sicherlich noch mal genauere Aussagen zum Thema Verbrauch. So viel aber dazu. Ich finde den Wagen ganz cool. Mir gefällt er optisch auch ganz gut. Jetzt dürft ihr mir aber eure Meinung unten in die Kommentarbox schreiben und lasst uns jetzt über den Mitsubishi Eclipse Cross ein wenig diskutieren. Ich freue mich auch, wenn ihr den Kanal abonniert und das ganze Video liked, damit wir im Algorithmus von Google und YouTube etwas nach oben gerankt werden. Vielen Dank fürs Reinklicken. Tschüss und Servus, euer Ubi.